Mehrere Konflikte mit dem Gesetz, Schwierigkeiten bei Vertragsverhandlungen und der frühe Tod seines ältesten Sohnes. Das Leben von Scottie Pippen ist kein einfaches. Pippen wurde am 25. September 1965 in Hamburg, Arkansas als Scottie Maurice Pippen geboren. Er war das jüngste von 12 Kindern seines Vaters Preston und seiner Mutter Ethel. Das Haus seiner Kindheit war ein Zweizimmerhaus und die Stadt, in der er lebte, hatte nur etwa 3500 Einwohner. Seine Eltern waren beide groß. Während Pippen schließlich das größte Mitglied seiner Familie werden würde, war er während seiner Jugend- und Teenagerjahre immer noch der Knirps im Wurf auf dem Basketballplatz, auf dem er und seine Geschwister ihre Tage verbrachten. Während Scotties erstes Jahr am Hamburger Gymnasium erlitt sein Vater einen Schlaganfall, der ihn für den Rest seines Lebens an den Rollstuhl fesselte. Die Familie Pippen hatte vor dem Schlaganfall finanzielle Probleme und konnte es sich nicht leisten, eines ihrer Kinder aufs College zu schicken. Es schien, als würde Scotties einzige Chance auf höhere Bildung über ein Sportstipendium bestehen, also stürzte er sich in den Sport. Beim Eintritt in die Highschool war Scottie Pippen knapp über 6 Fuß groß und wog ungefähr 135 Pfund. Kurz nach dem Schlaganfall seines Vaters wurde sein älterer Bruder Ronnie durch einen Unfall an den Rollstuhl gebunden. Eine Angst vor Verletzung verfolgte Pippen, was deutlich wurde, als er dem Sportsjournalisten der Chicago Tribune, Sam Smith, sagte: "Ich habe immer gedacht, dass eine Verletzung das alles auslöschen könnte. Ich kann rennen und springen und all die Dinge tun, die ich tun kann. Ich bin gesegnet. Aber ich würde meinen Bruder sehen, einen gesunden, starken jungen Mann, und plötzlich ist er an einen Rollstuhl gefesselt, wo er nicht herumkommen kann. Ich denke viel darüber nach." Pippen schaffte es im zweiten Jahr ins College-Team, aber er würde die nächsten 2 Jahre damit verbringen, für Spielzeit zu kämpfen. Erst in seinem Abschlussjahr stand er schließlich als Point Guard in der Startelf. Er führte sein Team zu den Regionals, konnte aber bei keinem College das Interesse wecken. Glücklicherweise bat sein Highschool-Trainer einen Freund, den Trainer der University of Central Arkansas, Don Dyer, um einen Gefallen. Pippen wurde dann einen Basic Education Opportunity Grant angeboten und er trat dem Basketballteam bei. Er wurde offiziell als Teammanager aufgeführt, obwohl er zugegeben hat, dass er in dieser Funktion nicht viel getan hat. Obwohl Scottie Pippen Teil des Basketballprogramms in Central Arkansas war, war er zunächst nicht im Team. Trainer Dyer hatte das Gefühl, dass der Neuling seinen Oberkörper aufbauen musste und plante, ihn in seinem ersten Jahr als Teammanager zu behalten. Aber nachdem mehrere Spieler das Team verlassen hatten, nutzte Pippen diese Chance. Als Neuling kam er als Spieler zum Team und erzielte durchschnittlich 4,3 Punkte pro Spiel. Bemerkenswerterweise wuchs der 6 Fuß 1 Zoll große Pippen vor seiner zweiten Saison um 5 Zoll. I guess what you call late development. Pippen begann auch seine Oberkörperkraft zu entwickeln, wie Coach Dyer es angewiesen hatte. Durch die Kombination seines neuen Körpers mit seiner Erfahrung als Ballhandler und Verteiler während seiner Zeit als Point Guard wurde Pippen im zweiten Jahr zum besten Spieler mit durchschnittlich 18,5 Punkten und 9,2 Rebounds pro Spiel. Doch seine Zahlen wuchsen ständig in den nächsten 2 Jahren, ebenso wie seine Größe von 6 Fuß 8 Zoll. Als sie 1987 in den NBA Draft eintraten, sahen die Chicago Bulls in Pippen einen talentierten Kandidaten. Befürchteten jedoch, dass er gegangen sein würde, wenn sie sich für die 8. Auswahl entschieden. Bulls General Manager Jerry Krause war dabei, ein Team mit Spielern aufzubauen, die ihren jungen Superstar Michael Jordan ergänzen könnte. Also ließen sie die Seattle Supersonics zustimmen, Pippen auf Platz 5 zu entwerfen und ihn dann in den nächsten 2 Spielzeiten gegen die Nummer 8 der Bulls und mehrere andere Draftpicks nach Chicago einzutauschen. 1987 bekamen Scottie Pippen und seine Freundin Karen McCollum ihr erstes Kind, einen Jungen namens Antron, und heirateten im folgenden Jahr. Doch nach 2 Jahren in 1990 ließen sie sich scheiden. Gleichzeitig war Pippen mit einer anderen Frau liiert, die ihn 2019 vor einem Gericht für geringfügige Forderungen auf den Höchstbetrag für Ausgaben verklagte, die während ihrer Beziehung zwischen 1987 und 1993 entstanden waren. Laut der anderen Frau wurde sie Pippens Frau und Kind erst am Valentinstag 1988 bewusst, als er es ihr erzählte, während sie zusammen im Bett waren. Einmal fand sie Babyartikel in seinem Haus und er sagte ihr, dass es für das Kind seiner Schwester sei. Laut dieser Freundin hat sie, während sie bei Pippen war, auch für Hotels, Benzin und andere Ausgaben bezahlt, während er es nie getan hat, obwohl er Millionen verdiente, als er in der NBA spielte. Als er zu den Chicago Bulls kam, war Scottie Pippen die perfekte Ergänzung zu Michael Jordan. Diese beiden Superstars bildeten zusammen mit Power Forward Horace Grant Anfang der 90er Jahre die Grundlage für ihr Meisterschaftsteam. In seinem dritten Jahr bei den Bulls war Pippen zum ersten Mal im All-Star-Team. Chicago beförderte den Assistenztrainer Phil Jackson zum Cheftrainer. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Bulls routinemäßig in der Nachsaison. Sie wurden jedoch 3 Jahre in Folge von ihrem Rivalen Detroit Pistons eliminiert. Die Bad Boy Pistons waren bekannt für ihren aggressiven Verteidigungsstil, der Jordan und Pippen auf dem Court oft mit blauen Flecken zurückließ.
Detroit wurde von Point Guard Isaiah Thomas und Hall of Fame-Trainer Chuck Daly angeführt. Die Bulls fielen in den Playoffs 1988 und 1989 gegen Detroit. Und 1990, mit dem kürzlichen Tod seines Vaters im Hinterkopf, führte er und Jordan die Bulls zu einer weiteren Best-of-Seven-Serie gegen die Pistons. In diesem entscheidenden letzten Spiel kämpfte Pippen bei einer Niederlage mit Migränekopfschmerzen. Das sogenannte Migränenspiel brachte viele dazu, Pippens Zähigkeit und Hingabe für den Gewinn einer Meisterschaft in Frage zu stellen. 1991 brachen Pippen und die Bulls schließlich in einem 4-Spieler-Sweep den Würgegriff der Pistons auf der Eastern Conference und fanden sich im NBA-Finale gegen die von Magic Johnson angeführte Los Angeles Lakers wieder. Nachdem er das erste Spiel in Chicago verloren hatte, bewachte Pippen schließlich Johnson, der verzweifelt versuchte, die Offensive und das Tempo der Lakers zu verlangsamen. Pippens Größe und Geschwindigkeit passen gut zu Johnson, der möglicherweise der größte Point Guard der Liga mit 6 Fuß 9 Zoll und 215 Pfund war. Die Strategie erwies sich als effektiv, da Pippen die offensive Effizienz von Johnson und der gesamten Lakers einschränkte. Mit Pippen an der Abwehrfront und Jordan, der konstant Punkte machte, gewannen die Bulls 4 Spiele in Folge und ihre erste von 6 Meisterschaften in diesem Jahrzehnt. Als sein Vertrag auslief, entschied Pippen, dass sein nächster länger sein würde als der 4-Jahres-Vertrag, mit dem er begann. Um die Zukunft seiner Familie zu sichern und sich vor Verletzungen zu schützen, unterzeichnete er 2 Wochen nach der Meisterschaft einen 5-Jahres-Vertrag über 18 Millionen US-Dollar. Diese Entscheidung würde ihn den Rest des Jahrzehnts verfolgen. Auf dem Basketballplatz würden die nächsten 2 Jahre zu den besten in Scottie Pippens Leben gehören. 1992 und 93 gewannen die Bulls 2 weitere Meisterschaften. Und nach der NBA-Season 1992 war Pippen Mitglied des Goldmedaillengewinner Dream Team, der ersten amerikanischen olympischen Basketballmannschaft mit professionellen Spielern. Aber nach der Saison 1993 waren die Bulls schockiert, als Michael Jordan sich zurückzog, um Baseball zu spielen. Damit war Pippen der klare Topspieler des Teams, aber sie hatten Mühe, es zurück ins Finale zu schaffen, während Jordan weg war. Pippen kämpfte dann zwischen 1994 und 1995 in seinem Privatleben, als er 2-mal in 1,5 Jahren wegen Waffenbesitz und Körperverletzung verhaftet wurde. Seine damalige Verlobte behauptete, er habe sie in ihrem Haus gepackt und gestoßen. Auch während dieser Zeit brachten sie und eine andere Frau Pippen vor Gericht, um ihn zu zwingen, Unterhalt zu zahlen und 2 seiner Kinder anzuerkennen. Michael Jordan kehrte schließlich zu den Bulls zurück und Dennis Rodman schloss sich dem Team nach dem Abgang von Horace Grant an. In ihrer ersten gemeinsamen Saison im Jahr 1996 stellten die Bulls mit 72 Siegen in der regulären Saison einen Rekord auf und gewannen ihre erste Meisterschaft seit 1993. Und in diesem Sommer gewann Pippen seine 2. olympische Goldmedaille. Die Bulls gewannen 1997 und 98 2 weitere Titel, vollendeten damit ihren 2. Dreier des Jahrzehnts und festigten sich als eines der größten Teams der Sportsgeschichte. Der Vertrag, den Pippen 1991 unterzeichnete, kam schließlich zurück, um ihn zu beißen. Ein Jahr nach seiner Unterzeichnung war er der 2. höchstbezahlte Spieler bei den Bulls und der 16. bestbezahlte in der Liga. Aber 1998 war er, obwohl er immer noch die klare Nummer 2 im Team war, nun der 6. höchstbezahlte Spieler im Team und der 122. bestbezahlte in der Liga. Das Bulls-Management hatte sich geweigert, den Vertrag neu zu verhandeln, obwohl Pippen während des gesamten Jahrzehnts Missbilligung geäußert hatte. Er ging sogar so weit, öffentlich zu sagen, dass er nicht für die Bulls spielen würde, während er sich vor der Saison 1997 bis 1998 von einer Fußverletzung erholte. Sein Name war in den 90ern auch ständig in Handlungsgerüchten. Pippen stellte schließlich sicher, dass er endlich für das entschädigt wurde, was er seiner Meinung nach verdient hatte. Am 22. Januar 1999 einigten er und die Bulls einen Sign-and-Trade-Deal mit den Houston Rockets, als er einen 5-Jahre-Vertrag über 67,2 Millionen US-Dollar mit den Bulls unterzeichnete und dann sofort nach Houston ging. I want to go out and reestablish my dominance back on the court. In seiner einzigen Saison bei den Rockets kämpfte Pippen neben den erfahrenen Teamkollegen Hakeem Olajuwon und Charles Barkley damit, sich an das neue System anzupassen. Charles was a bully. Pippen hatte sich auch mit Barkley gestritten und wurde im Winter gegen Verdachts auf DUI festgenommen. Statistisch gesehen war sein Schussanteil der schlechteste seiner Karriere. Die Rockets wurden in der Nachsaison in der ersten Runde von den Los Angeles Lakers, angeführt von Shaquille O'Neal und Kobe Bryant, aus dem Turnier geworfen. Müde von Barkley und dem Gefühl, dass das Team nicht mehr gut genug für einen Meisterschaftslauf war, forderte Pippen einen Handel von Houston. So wurde er vor der Saison 1999 bis 2000 zu den Portland Trail Blazers geschickt. In seiner ersten Saison dort standen die Blazers kurz davor, das NBA-Finale zu erreichen, verspielten aber in den letzten Minuten des 4. Quartals einen großen Vorsprung gegen die Lakers, die in seiner ersten Saison erneut von Shaq und Kobe sowie dem ehemaligen Bulls-Trainer Phil Jackson angeführt wurden.
Die LA Lakers würden ihren ersten von drei Meisterschaften in Folge gewinnen, während Pippen für den Rest seiner Karriere nie wieder so nah an einen Finalsieg herankommen würde. Im Jahr 2003 unterschrieb Scottie Pippen einen Vertrag zur Rückkehr nach Chicago, zog sich jedoch am Ende der Saison endgültig zurück. Anschließend arbeitete er als Kommentator für ESPN's The Jump und 2014 wurde sein Finanzberater wegen mehrfachen Bankbetrugs für 3 Jahre Gefängnis verurteilt. Pippen hatte bei dem Berater rund 20 Millionen Dollar investiert, aber er konnte nur 8 Millionen Dollar zurückerhalten. 7 Jahre später ereignete sich eine noch schlimmere persönliche Tragödie, als sein ältester Sohn Antron am 18. April 2021 im Alter von 33 Jahren starb. Pippen schrieb auf Instagram: "Antron litt an chronischem Asthma. Wenn er es nicht gehabt hätte, glaube ich wirklich, dass er es in die NBA geschafft hätte. Er ließ sich davon jedoch nicht unterkriegen. Antron blieb positiv und arbeitete hart. Und ich bin so stolz des Mannes, der er geworden ist." Das höchste Basketball-Level, das Antron erreichte, war die World Basketball Association, eine halbprofessionelle Liga, die 2013 geschlossen wurde. Antron ist das einzige Kind aus der ersten Ehe seines Vaters mit Karen McCollum. Er wird von seinen 6 Halbgeschwistern überlebt.